Im Deutschen Bundestag stehen wir am Rednerpult. So ein paar Leidensgenossen habe ich ja hier. Wir gucken in Gesichter von Politzombies. Verhärmte Gestalten, blutleer, vertrocknete Hasselmanns, vertrocknete Göring-Eckardts, vertrocknete Roths. So, die Ampel muss weg. Da kocht die Stimmung immer hoch. Ne? Die hellbraune Bespoke in Berlin muss entsorgt werden. Auf der anderen Seite können wir froh sein, dass Annalena Baerbock Außenministerin ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Visagistenkosten wären, wenn da Frau Roth, Frau Göring-Eckardt oder Ricarda Lang zu versorgen wären. Also auf der einen Seite, es geht immer noch ein bisschen schlimmer. Ja, lieben Dank, lieber Martin. Wäre ich Annalena Baerbock und stünde hier vor diesem gefüllten Saal, ich habe mal durchgezählt, über 1000 Leute. Also ich habe die Beine gezählt und durch zwei geteilt und kam auf ungefähr 1300. Ich war das, der gerade hier unter den Tischen runter hergekrabbelt ist. Wäre ich Annalena Baerbock und würde vor diesem prall gefüllten Saal stehen, ich würde sagen, I think I spider. Ich glaube, ich spinne. Liebe Freunde, toll, dass ihr hier zu Tausenden angereist seid, den Saal gefüllt habt für den Aschermittwoch hier in Osterhofen 2024. Wie anders ist die Stimmung hier im Saal als im Deutschen Bundestag, oder? Im Deutschen Bundestag stehen wir am Rednerpult, so ein paar Leidensgenossen habe ich ja hier. Wir gucken in Gesichter von Politzombies. Verhärmte Gestalten, blutleer, vertrocknete Hasselmanns, vertrocknete Göring-Eckardts, vertrocknete Roths. Also da fällt das einem wirklich schwer, gute Stimmung und gute Politik zu verkaufen. Wie anders hier? Optimistische Gesichter, gut gelaunte Männer und Frauen, aufmerksame Verfassungsschützer, aufmerksame Polizeibeamte. Das ist Bayern, wie es leib und lebt. Ich fühle mich sauwohl hier und freue mich und bedanke mich, dass ich eingeladen wurde zu dieser Veranstaltung. Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Wenn man im Bundestag am Rednerpult steht, das ist ja ungefähr so wie hier, ohne Bierkrug, dann guckt man ja genau in diese Fraktion der verhärmten, vergilbten Grünen rein. Wenn man dann noch Pech hat, schnauft einem auch noch Göring-Eckardt in den Nacken. Und da soll man dann eine gute Rede halten. Das ist, weiß Gott, nicht so einfach, Leute. Das ist nicht so einfach, glaubt mir das. Hier ist die Stimmung gut, oder? Das kann sich noch ändern. Es haben Wessis geredet, es haben Ossis geredet, jetzt habt ihr einen Vossi hier oben, der auch gelegentlich mal ein Südi war. Dem einen oder anderen ist ja bekannt, dass meine Schwiegereltern hier sogar in der Nähe von Grafenau ihre Heimat gefunden haben und ich 4 Jahre lang in Regensburg studiert habe, einer ehemals wunderschönen Stadt. Aber gerade am Beispiel Regensburg kann man sehen, wie schnell man eine wunderbare Stadt in die Scheiße reiten kann, wie schnell es möglich ist, mit buntem, hellbraunem Wurkenunsinn eine Stadt quasi zu vernichten und bundesweit zum Gespött zu machen. Und Regensburg steht exemplarisch dafür, wie unser Land heruntergewirtschaftet wird von den Herrschenden in Berlin, von der hellbraunen Suppe, die uns jeden Tag mit einer unglücklichen Politik begeistert oder begeistern will, aber es wird natürlich nicht klappen. Also lasst Deutschland nicht Regensburg werden, so wie es zurzeit geworden ist. Das sollte ein Anspruch heute sein, liebe Freunde. Thüringen hat mich ausreisen lassen, das ist ja auch nicht selbstverständlich heutzutage, dass Rechtsextremisten, und wenn man auf Wikipedia mich mal googelt, ich bin ja ein ausgewiesener Rechtsextremist, ich weiß zwar nicht warum, aber Thüringen hat mich ausreisen lassen, sogar unter dem durchgeknallten Verfassungsschutzpräsidenten Stefan Kramer, ihr kennt ihn alle, oder der Paradiesvogel der deutschen Politik, FDP hinter sich gebracht, CDU hinter sich gebracht, jetzt da glaube ich in der SPD, Jurastudium angefangen, abgebrochen, Sozialpädagoge geworden, irgendwie sowas hat er studiert. Dann hat er natürlich den Job gesucht und einen Job in Thüringen bekommen als Verfassungsschutzpräsident. Deine einzige Qualifikation dabei war wahrscheinlich, dass er im Beirat der Amadeo-Antonio-Stiftung auch noch sitzt und von da aus dann steuern kann, wie der Kampf gegen Rechts in Deutschland funktioniert. Noch war Herr Kramer so gnädig, mich ausreisen zu lassen. Deshalb bin ich heute hier. Bin allerdings ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass wir gar keine Antifa-Folklore hier haben ranschaffen können. Wie konnte das passieren, Stefan? Habt ihr da am falschen Ende gespart? Habt ihr da am falschen Ende gespart, oder? Ich meine, ich komme in so einen Saal rein, alle Leute begeistert. Ich weiß, gibt es hier überhaupt irgendeinen, der mich nicht toll findet? Nee, oder?
Also hier werden Fotos gemacht, umarmt, gebusselt werde ich und sowas. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass mit dem Tollfinden ist immer, ich glaube, der eine oder andere weiß, wovon ich rede, ist immer in anderen Landesverbänden wesentlich einfacher, als im eigenen Landesverband toll gefunden zu werden. Ne? Deshalb trete ich auch gerne in Bayern und in Sachsen und in anderen Bundesländern aus. So, hier finden mich alle toll und deshalb braucht man so ein bisschen zum Ausgleich, das geht euch doch genauso, die Antifa-Folklore vor der Tür, oder? Was kommt denn nicht immer hier? Fuck. Fuck. Habt ihr schon mal in die Gesichter geguckt, die das umtreibt, die tatsächlich offenbar Sex mit uns haben wollen? Kamt ihr schon mal umgekehrt auf die Idee, fuck Antifa und die Gedanken, die dahinter stecken, auf die Idee, sowas umzusetzen? Ist doch völlig verrückt, oder? Also ich muss sagen, schade, dass sie nicht da sind. Das wäre so ein bisschen ein Gleichgewicht geworden. Schön aber, und da knüpfe ich an Katrin Ebner-Steine an, die hat gesagt, sie hat die alten weißen Männer heute herzlich hier begrüßt. Die alten weißen Männer, die auch im Laufe der Zeit, Stefan Potschka weiß, wovon ich rede, auch ein bisschen zulegen. Die Diäten führen also nicht direkt dazu, dass man abnimmt. Aber Stefan und ich, wir sind da ganz selbstbewusst. Wir sagen, wir sind nicht dick geworden, Stefan. Unsere Beine sind nur ein bisschen weiter hinten als vor ein paar Jahren, oder? So kommt wieder durch. Aber ich möchte die Chance natürlich noch nutzen, jetzt hier nicht die alten weißen Frauen zu begrüßen, sondern die Frauen überhaupt. Und auch eine Frau, die gerade vor mir mit stolz geschwellter Brust, hat sie ja gesagt, zu uns geredet hat. Also ein Prosit, alles Gute an die weißen Frauen, egal welchen Alters, heute Morgen hier von der Bühne in Osterhofen. Alles Gute an die Weiber! So, die Ampel muss weg, da kocht die Stimmung immer hoch. Ne? Die hellbraune Mischpoke in Berlin muss entsorgt werden. Die drehen ja frei. Was haben wir? Massendemonstrationen auf den Straßen gehabt gegen die Alternative für Deutschland. Und ich habe mich gefragt, hey, wo sind denn jetzt die Massendemonstrationen gegen das Klima geblieben? Hey, wo sind denn die Massendemonstrationen dafür geblieben, dass man sich jetzt auch zum 5., 6., 7., 8. nochmal boostern muss? Wie kann das passieren, dass auf einen Fingerschnips die Volkshysterie umschlägt und man ist plötzlich woanders? Und ich habe gelesen, dass es nicht völlig ausgeschlossen ist, dass die tatsächlich alle gechippt wurden. Die haben mit ihrer Corona-Impfung zwei weitere Chips implantiert bekommen, nämlich einmal die Klimademonstrationschips, da scheint die Wirkungsdauer abgelaufen, und der zweite Chip soll gewesen sein, die gegen Rechtsdemonstrationschips, und die entfalten gerade ihre Wirkung, und so erklärt das, warum auf einmal Hunderttausende hysterisch werden und auf einen Schnips aufgrund einer erfundenen Geschichte eines Skandals zwischen Geheimdiensten und Medien auf die Straßen gehen. Also ich bin nicht ganz überzeugt von dieser Theorie, aber ich glaube, es steckt was dahinter. Anders ist es nicht zu verstehen, wie diese Massenhysterie in Deutschland aufgrund von Fake-Informationen aus dem Staatsfunk dazu führen kann, dass Hunderttausende auf die Straßen gehen und den größten Unsinn erzählen und nur das erzählen, was die Regierung will. Also das ist keine Demonstration, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Das ist eine Pervertierung des Demonstrationsrechts in Deutschland. Das Grundgesetz sieht vor, dass der Bürger, wenn er nicht einverstanden ist mit den Regierenden, geht der Bürger auf die Straße. So funktionieren Demokratien. Sie funktionieren nicht so, dass die Regierung dazu aufruft, gegen eine Opposition auf die Straße zu ziehen. Das ist eine perverse Art und Weise des Umgangs mit den Grundrechten in Deutschland, die wir so nicht akzeptieren können. Liebe Freunde, die Stimmung ist gut. Ich habe es vorhin von hier aus beschrieben. Ich versuche auch immer zu lächeln, wenn ich so am Rednerpult stehe, damit auch dann die gute Stimmung rüberkommt. Was hatten wir alles zu überstehen? Wir haben Mordaufrufe überstanden, wir haben erdachte Kotzattacken von asozialen Fußballvereinspräsidenten über uns ergehen müssen. Versoffene Schlapphutsänger haben gegen uns agitiert. Abgehalfterte, grölende Staatstrompeten wurden gegen uns in Stellung gebracht. Dümmliche Hupfdohlen tauchten plötzlich auf. Auf dem Titelbild des Stern, Stichwort Hitler-Tagebücher, gruselige Kriegshexen treiben ihr Unwesen auch gegen die Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag. Staatliche Propaganda. Kampagnen sind angelaufen gegen uns. Und was hat es gebracht? Nix.
alles für die Katz aus deren Sicht. Schaut euch die Nachwahlen in Berlin an. Ich fordere von dieser Stelle aus, liebe Freunde, mehr, viel mehr Geld in den Kampf gegen rechts zu investieren, damit wir die 30% und 40% in diesem Jahr in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg knacken. Da ist es gut investiertes Geld. Je mehr im Geld, je mehr investiert wird im Kampf gegen rechts, desto besser für uns, desto besser und desto stärker werden wir in den Parlamenten. Und warum ist das so? Warum ist das so? Die Leute haben die Schnauze voll. Die lassen sich nicht mehr verarschen von den Altparteien, vom Staatsfunk und Co., von einer linksgrünen Funktionärselite, die völlig abgehoben ist und sich und ihre Kamarilla in Berlin und im Land in Saus und Braus leben lässt, während sie uns vorschreibt, Käfer und Ungeziefer zu essen fürs Klima. Das ist auch so. Der Schwenker, ne? Vor ein paar Monaten war noch Insektensterben. Huch, jetzt Leute, fresst Käfer, bis ihr würgt. Fresst Käfer für das Klima. So ändert sich das aus. Keine Waffen in Krisengebiete wurde, Atomwaffen in Kriegsgebiete. Das sind die Grünen, das sind die Altparteien, die uns jeden Tag die Hucke voll lügen und übermorgen das Gegenteil von dem erzählen, was heute wahr gewesen sein soll. Käfer essen, ja, Käfer essen für das Klima, lasst euch schmecken. Ich finde da besser Bier trinken für den Regenwald oder für den heimischen Wald. Und da sagte mal jemand, liebe Leute, lasst uns heute so viel Bier trinken, dass der Borkenkäfer übermorgen Burnout bekommt. Also Prost erstmal, hier nochmal von hier vorne. Wir sollen mit dem Lastenfahrrad fahren, wurde schon erwähnt. Flugverbote 15 Minuten statt. Bloß, dass wir uns nicht mehr wegbewegen können. Auf der anderen Seite haben wir hunderttausende Flugkilometer von Annalena Baerbock, die ja gesagt hat, nein, ich werde Linie fliegen, wenn ich Außenministerin. 3% ihrer Dienstreisen hat sie mit dem Linienflugzeug absolviert. Die Flugbereitschaft, liebe Freunde, ist zu einer Air Force One verkommen. Air Force One, Annalena Baerbock, wir wissen selber, 10.000 Euro im Monat alleine für die Frisur dieser Dame werden ausgegeben. Das sind ungefähr 350 Euro am Tag, so viel wie ein normaler Durchschnittsrentner wahrscheinlich im ganzen Monat nicht zur Verfügung hat. Diese Dame lässt sich auf Staatskosten frisieren und visagieren. 10.000 Euro im Monat lässt sich durch die Flugbereitschaft, durch die Gegend kutschieren. Air Force One heißt ihr Düsenflieger, der jetzt hier unterwegs ist. Und wir sagen, hey, macht's doch einfach wie bei der AfD, liebe Freunde. Stellt doch einfach mal hübsche Politikerinnen auf. Das wäre doch auch mal ein Ansatz, oder? Um Friseur- und Visagistenkosten zu sparen, stellt doch mal hübsche Politikerinnen aus. Da kann man Geld sparen. Und das ganze Geld, was dann so übrig bleibt, könnte man ja zum Beispiel in einen Englischkurs für Annalena Baerbock investieren, dass sie Russland nicht aus Versehen den Krieg erklärt. Und der Klassiker ist ja dann so, wenn man sie so hört, I understand only train station. Kommt meistens so von ihr dann auch, ja? Ich meine, die ist ja die Blödheit auch ins Gesicht geschrieben, dass sie dann natürlich nur Bahnhof versteht für die nicht muttersprachlichen Englisch sprechenden hier unter uns, ist natürlich dann selbstverständlich. Auf der anderen Seite können wir froh sein, dass Annalena Baerbock Außenministerin ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Visagistenkosten wären, wenn da Frau Roth, Frau Göring-Eckert oder Ricarda Lang zu versorgen wären. Also auf der einen Seite, es geht immer noch ein bisschen schlimmer. Ja, ich kenne das Gefühl auch. Ich weiß nicht, Stefan, wenn wir im Bundestag Fahrstuhl fahren, da trifft man ja auch. Also wenn wir beiden im Fahrstuhl stehen, da denkt man sich schon, huch, hoffentlich hatten wir einen deutschen Ingenieur. Ne? Aber wenn dann die Tür aufgeht und Ricarda Lang kommt rein, da denkt man sich, hoffentlich haben wir auch deutschen Stahl. Also da muss man auch so ein bisschen aufpassen, mit wem man im Bundestag in den Fahrstuhl steigt. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, hat die ihre Beine auch so weit hinten wie wir? Oder die hat immer so ein Kaftan-ähnliches Ding. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da möchte ich mich auch nicht festlegen. Ja, Annalena Baerbock, kann man herrlich Witze drüber machen. Damit könnte ich den ganzen Tag wahrscheinlich hier euch unterhalten. Aber wir haben auch noch Olaf. Olaf der Vergessliche. Ja, ich habe einen schönen Karnevalswagen gesehen. Er nannte sich Olaf. Olaf ist auch schön, oder? Wir hatten ja gerade das Spiel, was passiert, wenn der Scholzomat
Und da muss man sagen, da waren die SPD-Mitglieder wirklich mal schlau. Sie haben ihn ja bei der SPD-Kandidatenwahl, bei der Vorsitzendenwahl durchfallen lassen. Also sie wussten schon, was das für eine Pfeife ist. Aber was passiert, wenn Olaf auf Joe Biden trifft? Der eine weiß nicht, wo der ist und der andere weiß nicht, worum es geht. Ja? Ich habe mir erst mal so aufgeschrieben. Könnte so sein. Ihr kennt noch Weißes Haus. Ungefähr ein Zehntel so groß wie unser Bundeskanzleramt mit Anbau demnächst. Wir bauen ja für eine Milliarde an am Bundeskanzleramt und nicht nur da. Ach, so wollte ich eigentlich anfangen, meine Rede. Mit sagen, hallo, ihr Ratten. Hi, ihr Ratten. So wollte ich meine Rede eigentlich anfangen. Euer Frank-Walter Fischfilet hält euch alle für Ratten, weil ihr uns Ratten hinterherläuft. Und zum Dank für Frank-Walter Fischfilet. Warum Frank-Walter Fischfilet? Weil er eine Affinität hat für diese ja, bekloppten Gewaltkombos wie Fischfilet und KIZ. Dieser Frank-Walter lässt sich sein Schloss Bellevue auf Rattenkosten für 500 Millionchen ein bisschen aufmotzen. Schön, oder? Das ist unser Bundespräsident. Und damit es in der Zwischenzeit in den 2-3 Jahren auch gut geht, lässt er sich noch für 200 Millionen Euro eine Übergangsunterkunft errichten. Oh. Ich persönlich sage, liebe Freunde, und da bin ich nicht ganz im Einklang mit dem Grundsatzprogramm der AfD, wir brauchen keine Direktwahl des Bundespräsidenten, wir brauchen gar keinen Bundespräsidenten und schon gar nicht diesen, der zurzeit da im Schloss Bellevue logiert. So, wir waren aber... Wir waren nicht im Schloss Bellevue, wir waren ja, ihr habt es bestimmt nicht vergessen, wir waren im Oval Office, zu Bill Clintons Zeiten auch Oral Office genannt. Von Joe Biden habe ich da jetzt noch nichts Entsprechendes vernommen. So, also wir stellen uns vor, wir kennen ja die Situation, Kamin, lodert, 2 Sitze, Joe Biden geht so zum Kamin und streichelt das Feuer. Oh, what a fucking hell he hot. Dreht sich um, sieht Scholz reinkommen. Hi, Angela. Scholz. Good morning, Mister. Nee, Melka. Hihi. Helmut. Biden. Helmut. Can we now the city, can we really show me your doddle the hell? Scholz, das habe ich vergessen. Biden, yeah, François. It's not easy to hell the silly. Habe ich mir alles aufgeschrieben. Scholz, ich bin nicht François. Ich bin, habe ich vergessen. Biden. Yeah. What the hell? But we have a huddle now. Now. Scholz, ja, klar, wir müssen, aber ich weiß nicht was. Biden. You must act. Scholz, zu Befehl, Mr. President. Aber was soll ich tun? Ich hab's vergessen. So, das könnte jetzt noch weitergehen. Aber ich dachte, wir machen jetzt mal Schluss. Biden am Ende. Shut up, Boris. Hell, daddle, daddle, hell and go to Osterhofen. So gut, oder? Habe ich mir selbst ausgedacht. Fast. War gut. So. Aus dem Oval Office wieder hier nach Osterhofen in unsere schöne Halle. Liebe Freunde, wer so einen Kanzler hat, und ich habe das etwas überspitzt dargestellt, der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, braucht über die Minister gar nicht zu reden. Ne? Über Baerbock habe ich schon geredet, Haken dran, der fliegende Robert, wäre auch nochmal so ein Thema, vielleicht gehen meine Nachfolger darauf ein. Karl Lauterbach, lieber wäre uns da alle ein stiller See als ein Lauterbach. Ein Karl Lauterbach, der, wenn wir, das war Karlauer. Ja, der, wenn wir nicht in Bayern wären, würde ich ihn, glaube ich, Karlolf nennen. Aber genauso wie Södolf, darf man ja nicht sagen, habe ich mir sagen lassen, Stefan, oder? Also deshalb sage ich es auch nicht. Ich denke das nur laut. Sage ich jetzt auch nicht Karlolf zu Lauterbach. Aber das ist ja die personifizierte Befangenheit, wenn es um den Inhalt von Gesetzen geht. Wer würde bei Karl Lauterbach nicht sofort daran denken, Mensch,
der muss Cannabis legalisieren. Oder? Und das hat er jetzt auch getan. Cannabis wird legalisiert. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Eigennutz. Und auf der anderen Seite auch der Grund, dass man die Politik der Hellbraunen in Berlin vielleicht dann ein bisschen besser so ein bisschen angedüdelt verstehen kann. Und da muss man sagen, das ist so ein bisschen wie Brot und Spiele. Ne? Ich weiß nicht, wer kennt das Buch George Orwell 1984? Da haben wir ähnliche Entwicklungen wie in der heutigen Zeit. Wir haben auch Staatsdrogen, heute Cannabis, damals war es der Victory Gin. Wir haben Staatsmedien, die Propaganda rund um die Uhr rausblasen. Wir haben eine Einheitspartei, wir haben eine abgehobene Funktionärselite, wir haben Geschichtsverfälschung, wir haben Kriegsrhetorik, politischen Kindesmissbrauch. Alles das findet man im Buch 1984 und auch die Negierung von Fakten. 2 + 2 = 5. Wenn die Partei das sagt, dann ist das so. Man muss es nicht nur so glauben, dann ist das so. Genau wie heute uns klargemacht wird, es gibt nicht 2 Geschlechter, sondern irgendwas zwischen 2 und 8 Milliarden. 8 Milliarden, ihr habt richtig gehört, bei einer Diskussion mit einem schwulen Vertreter sagte der, also es gibt so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt. So, und da ist ja auch schon jede Liste so ein bisschen überfordert, wenn ich dann Reißverschlusssystem oder so machen will. Ne? Aber wir nehmen es mal hin, also wir haben nicht 2 Geschlechter, wir haben irgendwas so um die 125, wobei sich mir nicht erschließt, bei 2 Geschlechtern erschließe ich mir das. Das ist biologisch begründbar, aber die anderen 123, hat da einer eine Idee, was die Biologie sich dabei gedacht haben könnte? Auch nicht, oder? Also das überfordert sogar uns. Deshalb rufen wir den Altparteien zu, euer Genderscheiß interessiert in Deutschland keine Sau. Bei uns gibt's nur Jungs und Mädels, Mann und Frau. Jawohl. Musste ich mir auch aufschreiben. So, meine Rede ist um. Ich könnte noch ein paar Stunden weitermachen. Pass auf, 2 habe ich noch. Die katholischen Ostbischöfe oder die Ostbischöfe, ja, jedenfalls die Bischöfe, die im Osten katholisch sind. Die haben so eine Denkschrift verfasst gegen die AfD. Gedöns und alles rechts, kennt ihr alles. Aber dann hat mich aufmerksam werden lassen der Herr Neimeyer aus Erfurt. Das war der Bischof, der das Licht ausgemacht hat, wenn wir da demonstriert haben, wo dieses legendäre epische Foto entstanden ist, mit der schönen Beleuchtung durch die Handys. So, der hat gesagt, unter anderem, wer Fakten wie den menschengemachten Klimawandel leugnet, ist mit der Verfassung irgendwie unvereinbar. Da sage ich mir, der katholische Bischof, dieser Faktenfuchs, warum erklärt er mir nicht mal die Jungfrauengeburt im Detail, wie das abgelaufen sein soll? Da wäre mal eine Idee, oder? Oder die Wiederauferstehung, Herr Bischof. Vielleicht gehen wir da mal mit dem Faktenfinder ran und schauen mal, ob das auf dem Boden des Grundgesetzes steht. So, jetzt könnten wir noch viel erzählen über rausgeschmissenes Steuergeld für, am besten fand ich einen, muss ich nennen, die, was war, positive Maskulinität in Zentralafrika. Die ist uns viel Geld wert. Da sag ich, da braucht ihr nicht nach Zentralafrika zu fahren. Kommt nach Osterhofen hier in unsere Halle rein. Hier ist positive Maskulinität ohne Ende. Und der positivste Maskuline sitzt da unten mit Max Kral, der gleich noch hier reden wird. Da braucht ihr keinen einzigen Euro zusätzlich rauszuschmeißen. Das geht ohne Entwicklungshilfe, zumindest bei Maximilian Kral. So, letzte Seite. Hell, dell, daddle, well, hell. Ladies and gentlemen. So, die Sache mit der Psychiatrie hatten wir schon. Ne? Deutschland ist politisch, altparteientechnisch eine Psychiatrie. Die geschlossene Abteilung ist wo? Die sitzt auf der Regierungsbank in Berlin. Wissen wir alle. Wir kämpfen dagegen, liebe Freunde, für Freiheit, für Demokratie und Grundrechte. Und dafür stehen in Deutschland nur wir. Wir haben viele, viele Jahre lang, gerade in der Corona-Zeit, die Fahne der Grundrechte hochgehalten. Wir haben das Grundrecht, das Grundgesetz hochgehalten an der Seite der Bürger. Und wir werden weiter dafür kämpfen. Im Osten geht die Sonne auf, liebe Katrin, hast du gerade gesagt, nicht ganz korrekt von hier aus gesehen, ist eher der Norden, wo die Sonne aufgeht, aber wir wissen, was du gemeint hast. Also in diesem Jahr 2024 geht es ums Ganze, es geht darum, aus Deutschland, aus dem verkommenen, inzwischen verkommenen Land der Kuscher und Pfuscher, wieder ein Land der Dichter und Denker und der erfolgreichen, optimistischen Vaterlandsliebhaber und Liebhaberinnen zu machen. Dafür kämpfen, liebe Freunde, auch an diesem Aschermittwoch, alle gemeinsam und ab morgen wieder auf den Straßen für unser Land, für unsere Alternative für Deutschland. Ich bedanke mich nass geschwitzt hier auf der Bühne für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf den nächsten Redner. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Einen habe ich noch. Ein schönes Mäppchen vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Das habe ich mal, das haben wir tatsächlich zugeschickt bekommen als Bundestagsabgeordnete zur Sensibilisierung. Da waren so Informationen drin zur Sensibilisierung im Umgang mit Geheimdiensten. Ich finde es nett von den Hallenwangen, dass er uns das dazukommen lassen. Also, schönen Tag noch. Ich gebe zurück an Martin Böhm. Unser stellvertretender Bundesvorsitzender Stefan Brandner. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Und lieber Stefan, du weißt, ich bin keiner, der sehr aufgeregt ist, aber ich habe für euch alle hier im Saal eine wichtige Eilmeldung, die man also nicht außer Acht lassen darf. Ihr wisst, heute ist von allen Parteien der politische Aschermittwoch in Biberach, ungefähr 40 Kilometer von hier, von den GrünInnen. Aber, jetzt kommt das große Aber, der musste leider ausfallen. Und ich sage euch, und ich kann euch sagen, warum. Weil die Bauernproteste vor der Halle. Weil die Bauernproteste vor der Halle dieser Verbotspartei so groß waren, dass die Polizei gegen unsere Landwirte Pfefferspray einsetzen musste. Respekt vor diesen Bauern! So klingt Politik von unten, so klingt Politik vom Volk. Die Bauern sind nicht mehr bereit, sich diese grüne Verbotspolitik gefallen zu lassen. Wir stehen hinter unseren Landwirten! Musik, liebe Freunde!